Tja, ob das bei euch genauso gerade ist, I doubt it. Bonkers! Hallihallo. Folge 9 Trash Talk am Bonkerstag. Geil. Mega. Wie ging's euch in der Woche? Was haben wir gemacht, Felix? Was haben wir gemacht? Ich habe mir die Haare schneiden lassen und schaut aus wie ein 12-jähriger Hipster. Also eigentlich genau wie vorher, nur jünger. Ja, ich fand das ganz gut. Das hatte was von Krusty. Ja, ne? Der Clown. Ja, ja. Krusty spritzende Gaswasser. Das war Schön. Das Highlight der Woche auf jeden Fall. Für mich. Genau. Hätten wir eigentlich filmen müssen, ne? Mhm. Ja, was passiert alles in der Folge heute? Ja, natürlich wieder grandiose YouTube-News. Mhm. Grandiose Sport-News. Mhm. Du hast ein kleines Special. Ich habe ein Spiel vorbereitet für dich. Ein Spiel auch? Ja. Ja. Und du? Ich werde dich zum Lachen bringen. Geil, endlich mal. Ich werde dich das Wasser auf den Boden kotzen lassen. Geil. Das wird super. Ja, wollen wir mal anfangen? Ja, ich würde sagen, YouTube-News. Gut. Mit David Hein, mein Liebling. Geil. David. Guten Abend. Personalmangel bei Joyce. Beim beliebten und hippen TV-Sender Joyce herrscht derzeit ein akuter Personalmangel. So kann das beliebte Format Noise auf Joyce nicht wie gewohnt von Boys moderiert werden. Stattdessen kommt jetzt Voice mit Marco Reus aus Noise. 50 Shades of Grey. Der Trailer zum Film 50 Shades of Grey ist dabei, sämtliche YouTube-Rekorde zu brechen. Mittlerweile hat der Trailer schon unglaubliche 3.399 Klicks auf YouTube erreicht. Davon können News-Moderatoren nur träumen. 50 Shades of Grey. Der Trailer zum Blockbuster-Film 50 Shades of Grey ist dabei, sämtliche YouTube-Rekorde zu brechen. So hat der fulminante Clip mittlerweile schon ca. 3.399 Klicks auf YouTube zu verbuchen. Davon können News-Moderatoren nur träumen. Celebrities. Und wieder einmal gibt es Neuigkeiten zu dem unerhört gut aussehenden deutschen Super-YouTube-Star David Hein. Wie er auf seinem neuesten Vlog berichtet, war er dabei, Fritz, den Super-Shooting-Star der Volksmusikszene, zu besuchen und war auf einem Konzert von ihm. Wir haben exklusives Videomaterial, das seinen Konzertbesuch zeigt. Thüringer Klöße, die mag ich sehr. Sie schmecken mir am besten. Und nun zu den Kurznachrichten der Woche. Personalmangel führt beim YouTube-Kanal Bonkers zu erheblichen Abonnentenschwund. Ein Kanadier hat sich zum ersten Mal nicht entschuldigt und folgende YouTuber sind schwul. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Was ihr gerade nicht sehen könnt, was Felix aber sieht, ist, dass wir quasi heute Zuschauer haben. Unfreiwillige. Ja. Also quasi wie euch, nur dass sie hier vorbeilaufen. Ja. Weil wir halt keine Lichter haben und wir mussten die Schotten auflassen. Ja, genau. Dazu gleich mal, falls ihr die Tonqualität heute nicht gut findet und vom Bild her und vom Licht, das liegt daran, dass unsere Kollegen heute nach Köln gefahren sind. Und die haben alle Lichter dabei für unser Profi-Studio hier. Und deswegen haben wir so ein bisschen improvisiert, damit ihr natürlich trotzdem eure wöchentliche Dosis Trash-Talk bekommt. Und wir den krassen Fame, Alter, mit den Tausenden von Klicks. Geil, Groupies. Ja, wir haben wirklich Groupies. Wir haben unlängst echt krass, ich erzähle dir eine Insider-Geschichte für unsere harten 67 treuesten Homies da draußen. Wir haben von einer Amerikanerin auf dem Copycat-Channel so Pseudo-Nackbilder nach der WM bekommen. Sie hat geschrieben, ich weiß doch, wie sehr ihr Jungs Titten mögt, und hat sich dann so eingehüllt in so eine Deutschlandfahne und hat uns das Bild geschickt. Das ist kein Scheiß. Ja, und das war echt. Können wir nochmal einblenden, zensiert. Nee, das können wir nicht machen, das ist zu assi. Das ist also zu hot. Man wusste auch nicht wirklich, ob das jetzt ein Mädchen oder ein Junge war. Also ich weiß es echt. Also vom Gesicht her ein Junge. Vom Körper her eine Fahne, man weiß es nicht. Ich hab wie du, ne? Vom Körper immer eine Fahne, ey. Ja, so. Ja, irgendwie ist es ja schön, wenn man Fans hat.
Mhm. Aber irgendwo muss es auch Grenzen geben. Ja, wobei ich auch nicht sage Fans. So. Sind das denn Fans? Ja, also keine Ahnung, so Fans wie Justin Bieber oder so. Ja, nein, was heißt Fans? Aber jemand, der uns was irgendwie Privates schickt. Ja, das stimmt schon. Und man, das ist schon irgendwie ein bisschen bekloppt. Wir haben auch sogar auf diese auf das Profil von der draufgeklickt und die war da irgendwie mit ihrem Mann und dem Kind oder so und schickt uns dann ein Bild von sich in der Deutschlandfahne. Also irgendwo. Hört doch mal auf, ne? Also ihr bitte, wenn ihr uns Bilder schickt, dann wenn nicht dann in Deutschlandfahne. Ohne Fahne, bitte. Ja. Nee, in einer anderen Fahne. Chile oder sowas. Ein bisschen was, ein bisschen so Temperament reinbringen, ne? Das wäre schön, du. Ja, genau. Achso, ja, ich wollte dir noch was fragen. 50 Shades of Grey, hast du es gelesen? Nee, ich finde es auch. Also, es war ja auf jeden Fall mega Erfolg, ne? Und es kam ja auch gerade in den News schon, dass es von wegen, dass das könnte sein, dass es den Rekord als erfolgreichstes YouTube-Video aller Zeiten knacken könnte. Mhm. Was ich aber hoffentlich echt nicht hoffe. Ich habe es nicht gelesen und ich finde das ganze SM-Zeug auch irgendwie jetzt nicht so, pff, das ist nicht meins, keine Ahnung, ich bin da nicht so wirklich interessiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist doch so für verklemmte Hausfrauen, also verbessert mich, wenn ich falsch liege, aber ich denke immer, dass so für verklemmte Hausfrauen, die das so mit 50 lesen, so heimlich kaufen und das dann lesen, voll geil finden, weil das so für die was total krasses ist. Ja, klar. Weil irgendwie noch nie auf YouPorn waren. Also. Oder auf xvideos.com. Ja, ja, oder? Das ist doch voll der Scheiß. Ja. Finden das die gleichen Fans cool wie so Twilight-Fans? Nee, oder? So Mädels? Nee. Finden die das auch hot oder toll oder nee, so? Nee, ich glaube, das ist wirklich schon die ältere Zielgruppe, gell? So 40 plus. Okay. Kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall, der Trailer irgendwie, was weiß ich, was habe ich vorhin gesagt in den News? 17 Millionen nach 5 Tagen, das ist schon ordentlich. So. Ja, durften die Hausfrauen mal einen Rechner und haben das angeguckt. Ja, ja. Bondage. Ja, hast du Lust, mich zum Lachen zu bringen oder was? Oder? Ja. Ja? Jetzt? Okay, dann bereiten wir es kurz vor und sehen uns gleich wieder, oder? Ja, gucken wir erstmal Sportnachrichten. Ja. Bis gleich. Boop. Hallo und herzlich willkommen zu den Sportnachrichten. Schalke 04. Der Revierclub hat in der Bundesliga die geringsten Steuersorgen. Der Grund? Seit 50 Jahren können sie die Meisterschaft abschreiben. Hunderennen, wenn der Staubsauger angeht. Tödlicher Unfall beim Formel-1-Rennen. Der Fahrer muss leider in die Box. Okay, der Witz war reine Schikane. Rekord beim Bankdrücken. Tim Wiese ist jetzt seit 50 Spielen nicht mehr eingewechselt worden. Herr der Ringen. Seine Buchse war schon Helms Klamm, denn der Kampf ging bis zum bitteren End. Den Sieg hat der Stich aber nicht mehr neben Lego lassen. Elb Turniersiege, das freute ihn. Ich bin richtig froh, du. Der Trainer Uli fand das auch wunderbar und sagte mit Pippin in den Augen, that's what I'm talking about. Zum Schluss noch ein Resultat vom Schwimmen. Nasse Haare. Bis dann, auf Wiedersehen. So, jetzt passt das wieder, flupp. Okay, da sind wir ja schon wieder. Gut. Wow. Wow, das ging mega schnell. Okay, erzähl, ich bin schwer gespannt. Ja, du musst erstmal Wasser in den Mund nehmen. Das ist hinter dir, musst du mir geben. Aber das hab ich doch rausgetrunken. Oder welches ist deins? Nee, ich hab's hinter, das Ding da hinten. Das hier? Ja, okay. Na, guck doch mal. Na, dann nimm mal so ein Schlückchen von dem. Mal ohne hier, ohne Werbung. Von mehr als Wasser, du, Fiji-Wasser. Sonst trinkst du ja nichts. Das musst du doch abmachen vorher, das ist, sonst denken noch alle, wir sind gesponsert von durchsichtigen Flaschen. Durchsichtige Flaschen, das neue heiße Wasser. Jetzt auch mit durchsichtigem Wasser. Dann sprudel mal, du, sprudel. Ist es lustig? Ich muss eh lachen. Ich weiß nicht, ich find's, wahrscheinlich findest du es nicht lustig. Ich fand deins ja auch nicht lustig, für die, die sich erinnern. Ich mache mir hier so eine Stoppuhr an, ne? Wie ging das mit diesem Nokia? Wasser. So, Stoppuhr. So, haben wir das. So voll, wie es geht, voller. Okay. Bist du bereit, du Käselauch, du? Geh, dann geht's los. Also geht jetzt los, warte. 1, 2, 3, Furz. Also, ich habe mir die besten Zeitungsartikel rausgesucht, den Titel. Und zwar gab es hier drei Artikel nebeneinander in einer Lokalzeitschrift. Und da fing es an mit Dutzende Tote bei Anschlag in Afghanistan, viele Tote bei Anschlag in Moskau. Deutsche haben zu viel für Wurst bezahlt. Okay, kennst du schon? Nonnen feiern am Teich. Höhepunkt war die Aufführung vom Froschkönig. Dazu hatten sich einige Schwestern sogar verkleidet als Frösche. Trotz Dachschaden, Kinder boten beste Unterhaltung. Skelett ist unter Mordverdacht. Erste Eule wurde verliehen.
Du musst ihn mir auch angucken, weil die Mimik ist ja das Wichtige dabei. Russin fällt auf Krokodil, Tier hat sich verletzt. Ein besinnliches Adventsblasen im Paradies. Jeder Dritte stirbt. Lepra-Gruppe hat sich aufgelöst. Und das Justizministerium zieht ins Gefängnis um. Du hast es, wie auch immer, du hast es geschafft, Felix. Ich fand es mega lustig gefunden, aber ich kannte alles. Ist das von der Seite des Lokaljournalismus? Ja, natürlich. Na, kenne ich. Ich habe echt andere Sachen rausgesucht, also coole Videos, aber die können wir hier, glaube ich, nicht zeigen. Naja, ist ja nicht so schlimm. Weil da hättest du bestimmt gelacht. Das macht doch nichts. Das macht nichts. Habt ihr gelacht? Nein, egal. Kommentiert. Wenn ihr nicht gelacht habt, Hashtag nicht lachen. Okay, also. Wir haben ja noch was ganz krass Besonderes vorbereitet. Ah ja. Und dazu muss Marius jetzt mal kurz rausgehen, denn diese Ehre bleibt nur mir überlassen. Ja. Wir sehen uns gleich wieder, oder? Das ist auch eher für dich. Ja, ich mache wieder so eine coole Körperblende. Schau mal, boah, ich laufe auf die Kamera zu und... So, weiter geht's. Voll krass. Wir haben unseren größten Fan überhaupt eingeladen. Wir haben wirklich einen riesig großen Fan bei Trash Talk und da ist er! Hallo. 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 So, also, ich weiß, du kannst mir vorstellen... Ich guck mir jetzt mal um. Du bist ein bisschen aufgeregt. Wie bist du denn der größte Fan von Bonkers geworden? Also zuerst mal habe ich gar nicht gewusst, dass ich euch abonniert habe. Mhm. Aber ich fand besonders dich mit dem Schnurrbart ganz gut. Ja, erzähl mal ein bisschen was anderes. Du drehst dich so ein bisschen im Kreis, sehe ich. Ja, wir drehen uns hier sowieso im Kreis. Wir haben uns ja vorher schon ein bisschen gesprochen. Und da fuhr so eine geile Brise durch den Raum. Ja, du bist ja ein richtiger Luftikus, so. Erzähl doch mal ansonsten mal, was sagst du denn generell zu dem Namen Bonkers? Findest du den gut? Entschuldigung, mir ist ein bisschen frisch. Ach du. Bonkers, ja, finde ich super. Die kann man sich merken. So ein, das ist so ein Name, der wird nicht so schnell vom Winde verweht, aus dem Kopf. Auf jeden Fall, wir finden es auch gut für die Integration, dass wir wirklich auch einen schwarzen Fan haben. Was sagst du denn dazu, grundsätzlich? Ja, mir ist auch häufig warm. Mhm. In der Sonne. Da kommt dieses Schwarzsein mir schon zugute. Das ist schön, das freut mich auf jeden Fall. Ansonsten, manchmal wirkst du ein bisschen unterkühlt. Hast du einfach Lampenfieber oder? Ja, ich bin auch ziemlich nah am Globus dran. Am Äquator. Ja, du, dann sag ich mal eins, dann hau rein. Vielen Dank, dass du da warst, ne? Ja, was ist mit dem anderen? Ach, der andere? Willst du den auch noch kennenlernen, oder was? Nee, aber was macht der? Also den Marius, komm, ich hau mir nochmal hin für dich. Was der Marius so macht? Ja, du, der Marius, der ist so ein ganz kreativer Typ. So, der macht ja die ganzen Ideen teilweise. Ja, da dreht sich ja alles nur um ihn, oder? Alles klar. Vielen Dank, dass du da warst, Homie. Mach's gut. Wir sehen uns nächste Woche. Oh mein Gott. Danke. Wow. Da soll mal einer sagen, so YouTuber haben keine Fans. Ja, und ich musste rausgehen. Ja. Wie war der drauf? Ach du, das war so ein großer, langer... So ein Schlacks. Ja, so ein Schlacks, der war hat ein bisschen so windige Phrasen um die Ohren gehaut. Aber ansonsten ging das schon. Das hat schon Spaß gemacht. Ja, wie ihr seht, dieses... Cool war der bestimmt auch. Ja, doch, auf jeden Fall. Ja, ihr könnt auch in die Sendung kommen. Was ist dein Lieblingsfilm, war? Von Winde verweht. Oh! ja, könnt ihr auch in die Sendung kommen? Ja, klar, hier, die Türen sind offen, könnt ihr da reinkommen. Wir sitzen in Berlin und auf Google Maps heißen wir immer noch Onkel Bernies Butze. Also findet ihr uns ganz einfach. Aber bitte keine Eier werfen. Nee, nicht schon wieder. Okay. So, jetzt habe ich hab eine riesen Nummer für dich vorbereitet. Ein Spiel. Ja. Eine Herausforderung. Ja. Ja, hast du Bock? Ja. Egal, was jetzt kommt. Ja. Okay. Trottel. So, wir spielen jetzt ein kleines Geschicklichkeitsspiel. Ich rede mal weiter, während ich es hole, ja? Ja. Wir sind im Geschicklichkeitsspiel, spielen jetzt zusammen. Und zwar, ist eigentlich ganz einfach. Du musst Gegenstände fangen. Ich werfe die Sachen zu und du musst sie fangen. Ja. Okay? Ja. Einzige Manko ist, was du dafür brauchst, ist, dass ich ja meine Vorratsfamilienpackung Aquaglide mitgebracht habe. Ne? Das brauche ich zu Hause, wenn Ultraschall mache. Ultraschall mache, ne? Ja. Hier, kannst du mal aufmachen schon mal. Das schmierst du dir die Hände. Ich hole jetzt verschiedenste Gegenstände, die du fangen musst. Und wenn du fängst, dann hast du gewonnen. Und wenn du nicht fängst, hast du verloren. So.
Ich muss mal kurz auf Klo. Musst du noch? So. Lubidub. So. Boah, stinkt das. Das riecht nach Sex. Hast du das schon mal benutzt? Ja, ich hab's auch wieder reingeträubelt sozusagen. Ich bin gleich fertig, ja? Ich hab's gleich. Das hier. Gut vorbereitet, Felix. Ja, und ich suche den Fußball. Ich rum und will das Fahrrad vom Arbeitskollegen rumschmeißen. Wo ist der denn hin? Der Fußball. Den suche ich. Ne, dann kann ich darauf verzichten. Machen wir nur die drei Gegenstände hier. So, währenddessen könnt ihr mal kommentieren, ob ihr schon mal Gleitcreme benutzt habt und ob ihr das gerne mal. Achso, zeig mal her, ich muss mal schauen, ob das ordentlich ist. Voll. Okay, so, wir haben jetzt hier mehrere Gegenstände. Und zwar einen Knochen, einen Liebesknochen natürlich, einen Apfel und eine Apfelsine. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Glas. Ja? Zu guter Letzt dann. Das kommt, das Highlight ist noch das Glas. Ja. So, ich stelle mich jetzt dahinter und werfe es auf dich zu und du musst es fangen. Mit beiden Händen, ja? Ja. Okay, los geht's. Aha, gut, okay. Das ist mega einfach. Echt? Ich hätte mir das viel lustiger vorgestellt. Gut, und? Oh, er hat es gefangen. So, jetzt kommt das große Highlight. Ein Glas. Ein echt kaputtbares Glas. Schau her. Ein Glas. So. Und hopp. Oh Mann, ich habe mir das total lustig vorgestellt. Das ist voll schmierig. Es ist nicht alles so lustig mit Gleitcreme. Ja. Wir fangen spielen. Ja. Aber hast du gut gemacht, du. Glückwunsch. Da kann man voll den coolen Check mitmachen. Ja, das war's schon wieder eigentlich. Ne? Ja. Traurig, aber wahr. Sag mal, haben wir echt schon die Nachricht von dem Kollegen, der das Poster gewonnen hat? Ja, ist auch schon losgeschickt worden, gestern. Ah, gut. Hat die Sekretärin gemacht, oder? Ja, da wo ich krank war, da habe ich es losgeschickt. Nee, ich hab's wirklich losgeschickt. Wie heißt er? Florian. Flo Schauer, genau. Kommt, Adresse Flo. Könnt ihr auch alle haben. Ja, schreib mir mal eine PN. Wenn ihr ein Nacktbild schickt in der Fahne, kriegt ihr alles gleich oben drauf, du. Ja, dann vielen Dank, dass ihr wieder einmal eingeschaltet habt bei Trash Talk am Bonkerstag. Uns war es eine große Freude. Wie immer. Genau. War cool. Ihr könnt lieben gerne auf Instagram followen. Felix Copycat oder Marius Copycat oder beiden. Auf Facebook. Das ist facebook.com/dasistbonkers. Genau, und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder Wünsche, dann schreibt uns. Wir freuen uns drauf. Genau, abonniert, erzählt euren Freunden in der Schulklasse nach den Ferien, dass es uns gibt. Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche. Und nicht mit Gleitcreme spielen. Jubiläum, da gibt es was ganz Tolles. Ciao.